So, meine Lieben, ich heiße euch herzlich willkommen. Ich stehe gerade in der Küche. Ich mache mir jetzt noch ganz schnell was zu essen und dann fahre ich zu Emma. Es ist jetzt ungefähr 6 Uhr und ich wollte um 7 bei ihr sein, damit wir dann da von dort aus losfahren können nach Schwerin. Genau, wir sind nämlich jetzt von heute bis Donnerstag in der Helios-Klinik in Schwerin. Das ist ja so die Klinik zu unserer Uni und ja, die gucken wir uns an, werden da so ein bisschen rumgeführt und ich erzähle euch ganz genau, was wir da machen. Ich habe mir jetzt was zu essen gemacht. Ich hatte keine Lust, dass ich danach diese Plastikdosen mit mir rumtragen muss. Deswegen habe ich leider Tüten genommen. Nicht so umweltfreundlich. Einmal so Karotten, die wir noch hatten. Und ich habe mir ein Brot geschmiert. Ja, am liebsten hätte ich irgendwie Müsli mitgenommen, aber das war mir jetzt nicht so leicht zu essen gewesen. Ich sitze jetzt im Auto bei Emma und wir fahren Richtung Schwerin. Wir sind irgendwie ein bisschen late. Also wir haben genau 7 Minuten, um zu parken und alles zu finden. Ja, wir haben alle irgendwie keinen Parkplatz bekommen. Und ja. Professor Dr. Meyer Fühling. So, das da hinten ist das Krankenhaus, oder? Was man da sieht? Ja. Ja, also hier draußen ist es auf jeden Fall ein bisschen schöner als das Hauptgebäude an sich, muss ich sagen. Okay Leute, ich bin mir irgendwie nicht so sicher, ob das eben wirklich die Klinik war. Also das ist sie jetzt auf jeden Fall. Keine Ahnung, kann sein, dass das andere dazu gehört. Ich bin mir nicht sicher. So, und wir gehen jetzt was essen. Wir haben echt Hunger. Ich hatte zum Glück schon ein Brot dabei, was ich zwischendurch essen konnte. Ja, wir sind hier auch schön in unseren Kitteln. Ich habe auch extra ein weißes Shirt angezogen. Ja. Okay Leute, das ist der Haupteingang von der schönen Helios-Klinik. Und genau gegenüber habt ihr eine Hemd-Tankstelle und ein Meckes. Weil hier gibt es jetzt nicht irgendwie einen gesunden Edeka, wo man sich was holen kann. Ja, genau, mein Outfit ist Katastrophe. Sieht aus, als ob ich jetzt gerade, weiß ich nicht, 8. Klasse auf die Klassenfahrt gehe und Stunden irgendwie im Reisebus sitze. So Leute, wir sind hier angekommen. Ich rede jetzt auch noch ein bisschen mit euch, aber ich habe mich umgezogen. Wasche gleich nochmal mein Gesicht. So, Emma kam gerade schon rein und meinte, dass wir anstoßen wollen. Wir haben natürlich auch ein bisschen was zu trinken geholt. Wir wollen uns jetzt keinen Absturz geben, aber uns das so ein bisschen schön machen. Machen auch gleich schön Pasta. Und nochmal einmal ein paar Worte zum Tag. Wir hatten erst so eine ganz, ganz kurze Begrüßung von dem... Oh, der Chefarzt war das nicht... Genau, der ist auf jeden Fall auch für die MSH-Leute so zuständig. Der hat sich einmal vorgestellt und dann haben wir es auch wieder an die Arbeit. Und dann hatten wir einmal ich glaube anderthalb Stunden war das, da ging es um psychosomatische Erkrankungen oder generell Psychosomatik. Und ja, war eigentlich ganz interessant. Habe auf jeden Fall was mitnehmen können. Keine Ahnung, am Ende sitzt man halt sehr lange und dann ist es irgendwann ein bisschen, ja, in Anführungszeichen langweilig, aber das gehört dazu. Dann sind wir ein bisschen... über das Gelände gegangen. Dann wurden uns einmal die Räumlichkeiten gezeigt. Genau, das ist so ein bisschen weiter hinten. Die sehen auch echt ganz schön aus. Das sind so deren stationären Einrichtungen. Genau, und danach hatten wir, also wir sind in Gruppen eingeteilt. Emma und ich natürlich zusammen. Genau, könnten wir selber entscheiden. Und dann haben wir Reanimation gemacht. Ich werde euch hier gleich auch nochmal ein cooles Video einblenden, weil ich es nicht schon gemacht habe. Das sah echt sehr süß aus. Alle im Takt zu, boah, wie heißt das? Staying alive, staying alive, düp, düp, düp. Ja, ihr wisst, was wir haben. Auf jeden Fall dazu haben wir dann einmal alles so eine Reanimation gemacht. Und dann am Ende gab es nochmal einen Vortrag zu Bildgebung. Also das war ein Radiologe und er hat dann ja so verschiedene Bilder gezeigt. MRT, CT oder, keine Ahnung, hier Röntgenbild und was man da so sieht, worauf man da achtet und so weiter und so fort. War eigentlich auch ganz nice. Am Ende konnte man einfach nur nicht mehr sitzen. Genau, es war von 9 Uhr bis 16.30 Uhr und zwischendurch hatten wir einmal eine Stunde Pause und einmal eine halbe Stunde, also alles super drum und dran. Yes, und jetzt müssen wir, glaube ich, alle auch noch ein bisschen lernen, weil wir alle eine Nachprüfung haben.
Ja, deswegen, eine von uns muss es nicht machen, die ist so lieb. Und also Charlie, die kocht für uns richtig, richtig lieb. Und jetzt gehe ich auch zu den anderen beiden gehen anstoßen. So, Leute, ich zeige euch hier einmal unsere coole Airbnb. Also, ich muss sagen, bis auf die Farben, es ist richtig, richtig schön. Auch hier so mit dem Ausblick. So eigentlich ganz cute Häuser. Wir haben sogar einen großen Balkon. So, hier ist die andere Wohnung, würde ich gerade sagen, das andere Zimmer. Das ist von Emma und mir. Ja, wie gesagt, stellt euch das mal in weiß nur vor. Das ist doch heftig. Hier ist die andere Aussicht. So Leute, wenn ihr eine Glasplatte über eurem Herd habt, dann müsst ihr die abnehmen, weil sonst passiert das. So, ich habe mich jetzt hier hingesetzt mit meinem iPad und habe mir noch einen Tee gemacht. Oh, ich sehe echt sehr pretty aus. Jetzt mein Tee. Voll nice, die hatten hier noch so Teebeutel. Aber ich glaube, ich werde mir später noch grünen Tee holen. Ich liebe grünen Tee irgendwie. Fühle ich mich immer sehr healthy, auch wenn ich so viel gegessen habe. Ja, ich werde jetzt lernen und versuche das eine Stunde durchzuziehen. Dann esse ich noch schnell was, wenn ich Hunger habe. Und dann geht's ins Krankenhaus. Okay Leute, nicht wundern, dieser Winkel ist ein bisschen komisch, aber ich konnte die Kamera gar nicht anders hinstellen. Und zwar, was wir heute gemacht haben, wir waren zuerst in der Radiologie, wurden da einmal rumgeführt, einmal wie ein, ich weiß gar nicht, was das war, ich glaube, die Schulter von der Patientin wurde geröntgt. Wir haben das einmal gesehen, dann sind wir zum CT, da wurde uns alles gezeigt und am Ende dann das MRT. Ja, also war ganz interessant. Ich glaube nicht, dass ich mich da später sehe, aber who knows? Kann sich alles ändern. Und wir sind dann auch nochmal beim CT so verschiedene hier Bilder durchgegangen, also verschiedene Krankheitsbilder haben die so ausgewertet. Das war echt ganz interessant. So ein, wie heißt das? Pneumothorax? Also wenn die eine Lunge kollabiert ist, doch kollabiert, oh. Also dann, keine Ahnung, das ist voll krass, wirklich diese ganze, das ganze Gewebe hat sich so zusammengezogen quasi. Man sieht nur noch den Thorax, das ist echt krass zu sehen. Naja, und dann hatten wir einmal so einen Vortrag zu Medizinrecht. Also was darfst du als Medizinstudent, was darfst du als Arzt? Auch eigentlich ganz interessant. Also vieles war natürlich irgendwie so ein bisschen selbsterklärend, aber auf jeden Fall nice, das mal gehört zu haben, wenn ihr mich fragt. Und dann hatten wir Pause und dann hatten wir nochmal, hier war ich diesmal bei der Sonographie. Sprich, da haben wir so gegenseitig, waren immer Zweierpärchen, unserem Abdomen so, geultraschallt. Wie sagt man das so? Keine Ahnung. Zum Beispiel habe ich bei, was habe ich bei Emma angeguckt? Nicht die Schilddrüse, sondern die Bauchspeicheldrüse. Ja, die Bauchspeicheldrüse und Emma hatte bei mir die rechte Niere angeguckt. Wenn einem so ein bisschen was erzählt wird dazu, dann kann man es auch erkennen. Natürlich am Anfang, wenn man nicht weiß, worauf man da achten muss, ist ein bisschen schwierig. Und dann hatten wir am Ende nochmal einen Vortrag zu, Karrierelaufbahn, Karriere, irgendwie sowas. Da hatte uns ein Facharzt so, ein bisschen was dazu erzählt, worauf es ankommt. Ja, das war eigentlich auch ganz interessant und ja, jetzt haben wir wieder Freizeit. Ich habe mir einen Tee gemacht, wir haben eben gerade noch was gegessen und ich werde jetzt ganz schnell ein bisschen Netflix gucken, mich dann ein bisschen schön machen. So Leute, ich habe mich jetzt ein bisschen pretty gemacht. Eigentlich wollte ich eine ganz andere Hose anziehen, aber die ist irgendwie viel zu eng und unbequem und ich habe eh schon ein bisschen Kopfweh. Deswegen habe ich mich dann fürs gemütliche Outfit entschieden. Und ja, wir gehen jetzt zum Schloss, das ist auch schon vor uns. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Ja, dahinter auf jeden Fall. Ach, das ist so wunderschön, Leute. Ich glaube, im nächsten Leben bin ich eine Prinzessin und lebe da drin. Oder was weiß ich. Nee, Quatsch, aber ich weiß nicht, ich finde es so schön. Generell auch so dieses Gebäude, guck mal, wie schön das ist. Da sind auch schöne, irgendwie sind hier überall voll viele schöne Gebäude.
So Leute, es ist der letzte Tag. Wir packen hier einmal unsere Sachen zusammen. Ich habe eben auch noch einmal geduscht, das war dringend notwendig. Und ja, wir haben heute, sind wir zuerst im OP und zwar sind wir auf der allgemeinen Chirurgie. Freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ich hoffe, dass wir, das ist alles immer so ein bisschen komisch formuliert, aber coole, weiß ich nicht, Krankheitsfälle haben. In dem Sinne cool, einfach, dass man so, ja, interessante Sachen sieht. Cool ist es natürlich absolut nicht, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und ja, das haben wir auf jeden Fall. Dann haben wir, glaube ich, als praktische Arbeit hier Naht nähen. Nähen und Knoten heißt es, glaube ich. Und ansonsten weiß ich gar nicht, was noch auf uns zukommt, aber bestimmt ganz nice. Schön. So, wir waren eben gerade im OP und jetzt gehen wir wohin? In die BG, also die ambulanten Operationen. Ja. Unser cooles Outfit. So, dann kriegt ihr noch einmal ein paar abschließende Worte zu Schwerin. Also ich muss sagen, ich finde Schwerin sehr schön und generell die Altstadt, da sind so schöne große alte Gebäude, das hat mein Herz, ich finde sowas ganz toll. Unsere Airbnb war sehr, sehr schön, die kann ich euch empfehlen, die kann ich in die Infobox auch schreiben. Und ja, ich muss sagen, das Krankenhaus ist an sich auch sehr schön. Die Leute sind da auch nochmal nett zu uns gewesen, zumindest die meisten. Also da habe ich überhaupt nichts auszusetzen. Ich glaube, mein Herz ist so ein bisschen beim UKE einfach, weil ich da meine ganzen Praktika schon hatte und auch so ein paar Leute mittlerweile kenne und keine Ahnung. Aber ansonsten finde ich das gar nicht schlimm. Und ich weiß nicht, viele sagen, dass das irgendwie ein bisschen kacke ist in Schwerin, weil dort halt nicht irgendwie Clubs oder sowas sind, weil wir halt die einzigen Studenten dort sind. Irgendwie für mich nicht das größte Problem, weil ich gehe generell so selten irgendwie aus, also in eine Bar sehr gerne, aber feiern gehe ich so selten, seitdem ich studiere, deswegen weiß ich nicht, inwiefern das jetzt irgendwie so ein Problem für mich darstellt. Aber naja, ansonsten, keine Ahnung, wenn ihr an einem SH anfängt, dann habt ihr in den ersten Semesterferien auch so 3 Praxistage in Schwerin, deswegen ja, freut euch darauf, da könnt ihr ja sehen, wie es euch gefällt, macht euch eure eigene Meinung und hört nicht so auf andere, wenn sie schlecht reden. Genau, also ich finde es eigentlich sehr cool da. Genau, ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Gebt dem Ganzen gerne einen Daumen nach oben. Und ja, ich glaube, ich werde jetzt mich auch ransetzen, so an ein Video, wo ich über die Finanzierung des Studiums rede. Hört sich irgendwie komisch an. Ja, keine Ahnung. Einmal darüber und über das Auswahlverfahren. Genau, da wollte ich auch nochmal ein genaueres Video zu machen. Ja, freut euch drauf.